Fabian Grenze für Supportnet in Berlin bei der Microsoft PR Tour in der Humboldt Box. Und wir machen für euch ein kleines Hands-on mit dem Sony Vaio VPC Z21 V9e und schauen uns den mal kurz ein bisschen genauer an. Ich hoffe, euch gefällt das. Okay, ich will euch mal heute das Sony Vaio VPC Z21 V9e zeigen, was eine interessante Kombination ist, weil da ist die Grafikkarte ausgelagert, und zwar in diesem Teil, den kann man abnehmen. Das ganze Notebook ist relativ klein, nicht so super schwer. Wenn man es aufmacht, will ich mal kurz den Leistungsindex zeigen. Es fasst sich so ein bisschen nicht so wie die anderen Ultrabooks an. Das ist auch leichtes Plastik, hier ein bisschen Metall. Hier kann man sehen, wie der Leistungsindex ist für die 3D-Business-Grafik und Gaming-Grafik. Alles zusammen, so weit über 6. Da wird auch eine SSD drin sein mit 7,8 Leistungsindex. So, jetzt will ich einfach mal versuchen, was passiert, wenn ich hier den Stecker rausziehe. Das ist sicher nicht so gedacht, aber... So, jetzt kann man sehen, ich klappe das nochmal beiseite, dass das Teil hier nicht mehr verbunden ist. Jetzt schauen wir uns nochmal an. Wahrscheinlich hat sich die Grafik gerade verabschiedet, wer weiß. Okay, hier bläst der Lüfter bläst hier an der Seite, hier auf der linken Seite ganz schön warm raus. Ja, und irgendwie scheint die Grafik jetzt hinüber zu sein. Okay, dann mache ich es mal ganz aus. Das ist sicher auch nicht dafür gedacht, dass man das während dem Betrieb rauszieht. Das müssen wir nochmal recherchieren. So, jetzt sollte es aber hochfahren. Okay, also es ist nicht dafür gedacht. Wer sich hier wundert, warum hier überall Süßigkeiten rumliegen, das ist von Microsoft. So, die Docking Station, das ist das letzte Mal nicht richtig getrennt, ja, das war so. Ah, also man muss also Undock drücken. Wo immer die Taste auch ist, findet sie auf die Schnelle nicht. Aber was uns eigentlich interessiert, ist der Geschwindigkeitstest. Wie das dann aussieht, hier mal. So, er muss aktualisiert werden. Jetzt aktualisieren wir den mal. Das dauert jetzt ein bisschen. Da müssen wir uns mal anschauen und abwarten, was so kommt. 6,4 ist jetzt nicht so wirklich der Brüller. Sehr viel langsamer ist es nicht. Ja, dann kommen wir doch mal langsam zum Fazit. Fazit ist, es ist also mit der Grafikkarte wahrscheinlich gar nicht so viel schneller. Die Anschlüsse sind jetzt hier nochmal Kopfhörer, HDMI, Ladekabel, also USB 2 und USB 3, Netzanschluss, DVI für den Monitor und ein Kartenleser hier vorne. Insgesamt finde ich es ein bisschen zu dick in Konkurrenz zu den anderen Ultrabooks. Aber die Idee natürlich total toll. Ah, und ich sehe gerade, man kann USB 3 nicht benutzen, wenn die externe Station angesteckt ist. Dann sollte wenigstens die noch einen USB-Anschluss haben. Ja, die hat nochmal alles Mögliche an Anschlüssen. Also auch HDMI, USB, Netzwerk, alles, was man so braucht. Ich hoffe mal, dass das hier ein Netzwerkanschluss ist, also Ethernet. Ja, das war's. Fazit, kein schlechtes Gerät.